So, die mysteriöse Kiste wird ins Bild gefahren. Vielen Dank, Lotte. Es ist so warm. Ja, und wir werden jetzt weiter schwitzen und wir werden jetzt auf unsere Höchsttouren kommen. So, jetzt darf ich, das muss ich auch nochmal kurz sagen, also Unboxing, ich weiß nicht, die meisten kennen es wahrscheinlich nicht. Es ist ein YouTube-Format, bei dem Influencer Produkte auspacken. Wir machen das jetzt auch mit Produkten, wo wir gar nicht genau wissen, was es ist oder worum es sich bei den Produkten handelt, beziehungsweise wofür man sie verwendet. Und das Gemeine ist, ich weiß gar nichts. Ich weiß nichts, genauso wenig wie du. Die Redaktion hat sich dieses Spiel komplett alleine ausgedacht und ich stehe jetzt hier und muss dieses Spiel spielen. Ich bin wirklich, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich komplett überfordert sein. Mir wurde gesagt, vier Produkte befinden sich unter Decke, wir müssen aber nur zwei vorstellen. Das ist schon mal gut. Also du eins, ich eins, das kriegen wir hin, das bringen wir schnell über die Bühne. Ja, ich würde einfach mal jetzt dieses mysteriöse Tuch abnehmen, um Gottes Willen. Was ist denn das? Achso, nee, es sind drei Produkte. Drei Produkte sind unter der Folie. Oh Gott. Komm mal nach vorne. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen verwirrt. Also ich würde einfach mal tatsächlich anfangen. Wir müssen jetzt, das Ziel des Spiels ist jetzt, dass wir euch diese Produkte schmackhaft machen und wissen wo, und erklären, wofür es da ist. Oder möchtest du lieber anfangen? Also ich glaube, ich bin ja kreativ, aber ich glaube, da hört es auf. Ja, ich stoße auch gerade an meine Grenzen, aber ich glaube, wir müssen da jetzt durch. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Du darfst es jetzt entscheiden. Gott, ja, ich bin auch minimal verwirrt. Ich würde tatsächlich, ich glaube, ich würde den. Ja, fang mal an. Soll ich mal anfangen? Ich glaube, ich würde den Hammer nehmen. Den hättest du jetzt wahrscheinlich auch genommen, ne? Kann man noch am ehesten was. So, wir haben da jetzt 30 Sekunden für Zeit und das Wichtige für euch ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt eine Feder ist, aber. Wir haben jetzt 30 Sekunden Zeit und ich mache euch das jetzt schmackhaft und ja, genau. Also wir starten jetzt mal die Zeit an Chris. Wir beginnen jetzt mit den 30 Sekunden. Meine Damen und Herren, wenn Sie ein Produkt aus der Extraklasse haben möchten, wir haben hier dieses super seidenhandgeschnittene, aus Tropenholz verwendete kleine Podest mit einem kleinen Nägelchen. Mit diesem schwunghaften Hammer kann man leicht aus der Hüfte diesen Nagel in das Holz hineinrammen. Das ist wirklich komplett easy anwendbar und es geht völlig daneben. Also den Nagel werden Sie nicht reinkriegen, auch nicht in 30 Jahren. Eine super Beschäftigung für Kleinkinder und eine super Beschäftigung. Also das war schon ziemlich gut, ey, muss ja, ich sagen. Ja, ich fand das tatsächlich auch mit am einfachsten. Okay. Ja, das ist, also ich muss auch wirklich sagen, das ist jetzt auch gemeint, du hättest am besten einfach auch den Arm annehmen müssen. Mir fällt so nichts was ein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Eine Zigarre. Ich hätte jetzt eher gesagt, wie ein Krückstock. Ein kleiner Krückstock. Ja, also du darfst jetzt einen von den beiden aussuchen. Aber Angela Merkel mit den Limetten im Pool ist doch auch nicht schlecht, oder? Ja. Also such dir eins aus, du kriegst dann 30 Sekunden. Du darfst dir noch kurz was überlegen. Also ich wäre ja auch ein bisschen überfordert an deiner Stelle tatsächlich. Gott, aber, ich bin in sowas auch richtig schlecht, ne? Ja, ach, naja, aber bei zweijähriger Schauspielausbildung. Das Ding, das hat ja nichts mit Schauspiel zu tun. Nein, jetzt. Nein. Ich muss ein Produkt verkaufen, das kann ich ja nicht. Ja, stimmt. Eigentlich ist es ein bisschen schlecht angelehnt von uns. Ich habe es mir nicht ausgedacht, ich bin da raus aus dem Schneider, aber... Und bin ich dann nach einem quasi durch? Ja, musst nur eins machen, dann hast du es geschafft. Also wir bringen es jetzt am besten schnell hinter uns. Also ich gebe dir... Oh, bist du bereit? Bist Kinder, du bereit? Hilf mir. Ja, komm, also da kriegen wir doch was zu hin, oder? Doch, das. Nehmen wir den Krückstock? Oder den, was auch immer es ist, oder die Zigarre? Wir nehmen den Krückstock. Den Krückstock, okay. Dann, Chris, 30 Sekunden ab jetzt! Für die ganzen alten Menschen gibt es jetzt eine ganz, ganz neue Erfindung, und zwar den aufblasbaren Krückstock. Wer schon eine Hüft-OP hinter sich hat und nur mit künstlicher Hüfte durch die Gegend laufen möchte und das Laufen nicht verlernen möchte, kann sich diesen aufblasbaren Krückstock in die Tasche packen und wenn es dann mit dem Laufen nicht mehr geht, kann man ihn einfach aufpusten und schön, am besten nicht so viel Gewicht drauf verlagern und dann langsam einen Schritt nach dem nächsten machen und dann wird man das Laufen ganz leicht wieder erlernen und man ist immer auf der sicheren Seite. Wahnsinn! Traumhaft! Traumhaft! Traumhaft!
ja, Verkaufstalent ist jetzt auch da. Also wenn es nichts wird mit dem Musical weiterhin, ne, Teleshopping. Ich glaube, Shopping24 sucht bestimmt auch noch Personal, da können wir uns da beide anmelden. Aber dieses Angela Merkel-Ding, ich meine, bei dem Gesichtsausdruck ist vielleicht auch mehr Tequila-Shots angesagt. Ja, ne? Ja, Limonen. Ich glaube auch. Ich glaube, da war viel Tequila drin vorher. Ja, ich glaube, ja, das kann gut sein. In ihr viel Tequila.